Heute im Review der Bissell Spot Clean Pro. Ich kläre alle offenen Fragen und zeige dir alles, was du wissen musst. Also fangen wir direkt an. Im Lieferumfang enthalten sind eine große und eine kleine Bürste. Die große Bürste ist 15 cm breit und hat unten harte Borsten. Ich habe mit viel Kraft versucht, den Plastikdeckel abzunehmen, habe es aber nicht geschafft, deswegen seid hier bitte vorsichtig. Die kleine Bürste ist 8 cm breit und mein wahrer Favorit, das zeige ich euch später noch im Video. Und hier großes Achtung, was mich sehr gewundert hat, ist, viele Online-Shops listen diese Bürste gar nicht im Lieferumfang. Bei Amazon war sie auf jeden Fall dabei, ich weiß nicht, ob sie bei anderen Online-Shops auch dabei ist. Das gleiche bei diesem Reinigungsmittel. Bei mir war so eine kleine Probeflasche dabei, ich weiß aber nicht, ob es bei jedem Online-Shop dabei ist. Und ich muss jetzt schon spoilern, ich habe einige Flaschen noch nachbestellt, weil das Reinigungsmittel einfach so gut riecht. Schauen wir uns das Gerät noch von außen an. Wir haben hier rechts so eine kleine Lasche, die kann man aufmachen, die hält den Schlauchgriff fest. Und man kann den Schlauch hier praktischerweise auf- und abwickeln. Positiv überrascht hat mich, wie stabil der Schlauch ist. Er hat hier nämlich einen durchgehenden Verstärkungsring drinnen und ihr seht, wenn ich drauf drücke, da bewegt sich echt fast gar nichts. Am Schlauchende befindet sich der Stecker und man kann die beiden Teile einfach zusammenstecken. Das Ganze hält super fest und hier tropft und wackelt auch nichts. Hier unten am Daumen seht ihr die Düse, wo das Wasser rausspritzt und auf der oberen Seite die Klammer, mit der ihr die Bürste auch wieder lösen könnt. Die Taste hier unten war im ersten Moment etwas komisch und ich dachte, sie klemmt, aber man kann sie tatsächlich einfach nur ganz bisschen reindrücken. Und wenn man sie drückt, spritzt oben das Wasser raus. Also da ist nichts kaputt und im Endeffekt hat alles wunderbar funktioniert. Etwas negativ aufgefallen ist mir die Länge vom Schlauch. Er ist nur 1,50 Meter lang und das sorgt dafür, dass ich teilweise gar nicht vernünftig in die Ecken reinkomme. Schauen wir uns noch schnell die andere Seite an. Hier finden wir eine Kabeltrommel mit so einer praktischen Klammer. Die kann man einfach nach links schieben und das Kabel löst sich. Das Gerät ist nicht akkubetrieben und funktioniert nur mit Stromkabel. Der Motor hat 750 Watt, ordentlich Power, aber ist auch ordentlich laut mit 84 Dezibel. Der Tank hinten fasst 2,8 Liter und ist für Wasser und Reinigungsmittel da. Wenn ihr beim Betrieb merkt, dass unten Wasser raustropft, dann sitzt dieser Tank nicht gescheit drinnen. Der Tank vorne lässt sich auch ganz leicht entnehmen, er fasst 2,2 Liter und hier kommt das ganze Schmutzwasser rein, was später aufgesaugt wird. Und hier zeige ich euch später im Video noch einen sehr heftigen Fail mit einer wichtigen Lektion. Aus der rechten Öffnung kommt das Schmutzwasser in den Tank rein und die linke Öffnung ist für die Abluft da. Der rote Filter sollte immer wieder gereinigt werden, dazu kann man auch diese Gummilippe einfach abnehmen. So, genug Theorie, jetzt gehen wir in die Praxis und ich möchte euch zeigen, warum ich so dermaßen überzeugt bin von dem Gerät. Wir brauchen zuallererst aber Wasser und ein bisschen Reinigungsmittel. Dazu einfach kurz aufdrehen, Wasser rein, Reinigungsmittel rein. Und schade, dass ihr nicht riechen könnt, wie gut dieses Reinigungsmittel riecht. Diese Couch machen wir jetzt sauber. Wir haben vorne einen sehr fiesen Kaffeefleck und bei dieser Couch könnte ich eigentlich auch alle Bezüge abziehen und in der Waschmaschine waschen. Ich wollte das Gerät aber sowieso mal ausprobieren, auch weil wir es fürs Auto brauchen, für die Textilien dort. Also erstmal alles sehr großzügig mit Wasser einsprühen und danach das Mittel einreiben. Ich habe das Gerät hier jetzt anfangs beim Einreiben angelassen, ich habe aber später festgestellt, dass es viel praktischer ist, wenn man erst alles großzügig einsprüht, das Gerät dann ausmacht, schön einreibt, danach wieder anmacht und alles absaugt. So, hier setze ich jetzt mal an mit der großen Bürste und sauge das schmutzige Wasser raus. Und ich finde es einfach so faszinierend, wie viel Wasser da rauskommt und wie viel Schmutz da rauskommt. Hier auch nochmal eine Aufnahme von nah, wo ihr parallel auch den Wassertank sehen könnt. Und schaut einfach mal zu, wie viel da rauskommt. Man sieht auf der linken Seite wunderschön diese abgesaugte helle Stelle. Und je öfter man drüber geht, desto trockener ist natürlich das Endergebnis dann. Bei Amazon schreiben einige in den Kommentaren, dass die Saugleistung schwach sei. Das kann ich nicht bestätigen. Die Saugleistung ist extrem stark, sie kann aber abnehmen, wenn man es nicht richtig bedient oder wenn der Schmutzfilter verstopft ist. Hier nochmal eine Nahaufnahme mit der kleinen Bürste. Und ich muss echt sagen, ich war so fasziniert von der kleinen Bürste. Und ich finde die kleine Bürste auch deutlich besser als die große. Sie ist einfacher zu handhaben und saugt auch nochmal viel stärker das Wasser raus. Dafür natürlich aber kleinere Flächen. Ich habe hier noch einen sehr praktischen und wichtigen Tipp für euch. Probiert ein bisschen mit dem Winkel rum, mit dem ihr die Bürste an das Polster haltet. Denn je nach Winkel und wie schräg man die Bürste hält, saugt das mehr oder weniger Wasser ab. Da kann es große Unterschiede geben, also probiert ein bisschen rum.
Manchmal denke ich bin verrückt, weil ich mich so über Haushaltsgeräte freue, aber es macht einfach unglaublich Spaß, das zu benutzen und zu sehen, wie viel Wasser daraus gesaugt wird. Hier an der Stelle gehe ich jetzt ein zweites Mal drüber und man sieht, hier kommt fast nichts mehr raus. Also im ersten Zug wurde das meiste schon rausgesogen. So, hier sehen wir jetzt ein Zwischenfazit nach 1,5 Stunden Trockenzeit. Das Lustige ist, auf der Handykamera sehen die Kontraste hier ein bisschen stärker aus als in echt. Also in echt sah die Couch trocken aus, war aber noch feucht. Also hier ist deutlich Restfeuchte noch drin. Aber schaut euch mal an, hier war vorhin einfach ein mega dicker Fleck und da ist alles weg. Insgesamt hat die Couch etwa 6 bis 8 Stunden gebraucht, bis sie dann trocken war. Alles ist sauber geworden, Wahnsinn. Also ich bin wirklich so positiv überrascht, wie gut es funktioniert. Was ihr hier seht, ist noch Restfeuchtigkeit, aber das Gerät ist einfach der Hammer. Und der obligatorische Disclaimer, ich bin nicht gesponsert. Das ist wirklich meine freie, ehrliche Meinung. Ich habe hier auch noch ein richtig heftiges Beispiel von meinem Schwager. Der hat nämlich sein Auto sauber gemacht. Und schaut euch mal das Ergebnis an. Einfach nur heftig. Auch beim Beifahrersitz sieht man wunderschön die Reinigungsleistung. Hier hat mein Schwager auch einfach nur den Sitz eingesprüht, eingerieben und danach abgesaugt. Und der Sitz sieht einfach aus wie neu. Was ich auch noch unbedingt ausprobieren wollte, war unser alter Teppich. Hier ist uns mal eine Ölflasche ausgelaufen. Man sieht also einen richtig heftigen Ölfleck in der Mitte. Und der Teppich war mal hellbeige und hat einen grauen Schleier bekommen. Insgesamt sind mir hier ein paar Dinge aufgefallen. Ich musste nämlich unglaublich viel Wasser reinlassen. Der erste Tank war nämlich schon leer, als ich nur den halben Teppich eingesprüht hatte. Außerdem ist mir aufgefallen, dass man hier deutlich mehr Reinigungsmittel als bei der Couch braucht, damit es schäumt. Da der Teppich ziemlich hart und unelastisch war und auch keine großen Fasern hatte, hatte der große Aufsatz ein bisschen Schwierigkeiten, das Wasser rauszuziehen. Das hat mit dem kleinen Aufsatz zwar deutlich besser geklappt, aber generell war es bei diesem Teppich ein bisschen schwierig. Ich finde, man kann vor allem hier richtig gut sehen, dass der Ölfleck sehr sauber geworden ist. Also dahingehend war ich sehr zufrieden. Aber ich würde generell empfehlen, bei so einem großen Teppich entweder den ganzen Teppich vorher mit einem Eimer Wasser nass zu machen oder einfach mit einem großen Besenschrubber sauber zu schrubben. Also für kleine Flecken und für so Spots, die man reinigen will, ist das Gerät super geeignet. Für eine sehr großflächige Reinigung vom Teppich würde ich andere Methoden empfehlen. So, lasst uns mal zusammen anschauen, was das Gerät da denn alles rausgesaugt hat. Das hier ist jetzt das Schmutzwasser von der Couch und vom Teppich zusammen. Und es ist einfach unglaublich krass, wie viel Schmutz da eigentlich drin war und was dieses Gerät alles rauszieht. Ja, und auch beim Blick von unten können wir sehen, dass am Boden sich Staub und Schmutz abgesetzt haben, hauptsächlich vom Teppich. So, und jetzt bitte gut zuhören, denn jetzt kommt der Fail, von dem ich anfangs erzählt habe. Bei der Reinigung des Geräts gibt es nämlich eine wichtige Sache zu beachten. Also eigentlich ist die Reinigung des Geräts super einfach. Man füllt einen Eimer mit Wasser und hebt die Bürste dann einfach nur rein. Saugen tut das Gerät von alleine, man muss also nichts machen als reinheben. Und das Ganze geht auch ziemlich schnell. ja, und als ich die große Bürste reingehoben habe, ist mir der Fail auch schon passiert. Und zwar seht ihr auch dieses kleine unscheinbare Wörtchen unten am Tank, Full. Ja, Full bedeutet auf Deutsch voll. Und man darf eigentlich nur bis dahin einsaugen. Ja, der Tank war bei mir dann einfach komplett voll und das Wasser ist dann unten rausgeflossen. Eigentlich gibt es hier so einen Schutzmechanismus. Der hält das Wasser ganz gut zurück, aber trotzdem ist einfach ein bisschen was rausgeflossen. Man kann hier auch nochmal sehr schön den roten Filter sehen, der den groben Schmutz zurückhält. Die Reinigung der restlichen Teile ist auch denkbar einfach. Man spült einfach alles unter klarem Wasser aus und lässt es dann eine Zeit lang trocknen. Zum Schluss sollte man diesen roten Schmutzfilter noch sauber machen, dass sich hier kein Dreck lagert. Ich persönlich empfehle, das Gerät nach jeder Benutzung wirklich komplett sauber zu machen. Das geht eigentlich ganz schnell und so bilden sich auch keine Gerüche im Raum. Und wenn alles schön getrocknet ist, könnt ihr das Ganze im Schrank dann auch verstauen. Hier seht ihr die Couch jetzt auch nochmal nach etwa 6 Stunden Trockenzeit. War schon fast komplett trocken, nur noch an manchen Stellen ganz bisschen feucht. Ja, und was soll ich sagen, mir machen solche Haushaltsgeräte einfach unglaublich viel Spaß und ich kann dieses besondere Produkt einfach nur 1:1 weiterempfehlen. Falls ihr interessiert seid, findet ihr in der Videobeschreibung den Link zum Produkt, dann müsst ihr nicht lange suchen. Zu der IKEA-Couch an sich habe ich auch ein Review gedreht und den Link dazu findet ihr hier auf dem Video und könnt einfach draufklicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!